Das Gespenst vom Impfzwang geht um in Österreich. Impfung verpflichtend für alle oder zumindest für zahlreiche Berufsgruppen. Massive Einschränkungen für Ungeimpfte. Die Gegnerschaft mobilisiert sich. Wir bereiten jetzt im September bis Anfang Oktober weitere 4 Verfassungsgerichtshofbeschwerden vor gegen die 3G-Regel. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen oder noch zögern. Wenn ich jetzt sagen würde, worauf sollten wir uns konzentrieren, dann ist es nicht auf die Impfgegnerinnen, sondern auf diese 15-20%, die wir noch erreichen können. Der Ton wird rauer in dieser Auseinandersetzung. ExpertInnen überlegen mittlerweile sehr genau, was sie in der Öffentlichkeit sagen. Die Form der Respektlosigkeit, wie die Menschen miteinander umgehen, ist schon dramatisch eigentlich, die sich entwickelt hat in der Gesellschaft. Nur eine weitgehende Durchimpfung der Bevölkerung könnte die 4. Infektionswelle bremsen. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen liegt im Vergleich zum Vorjahr um ein Vielfaches höher, trotz der für alle verfügbaren Impfung. Es gibt aktuell keinen Grund anzunehmen, dass ohne Maßnahmen und ohne steigende Durchimpfungen ein Anstieg verhindert werden kann. Mit einer Impfquote von 80-85% bei den 12- bis 60-Jährigen könnten wir die 4. Welle brechen, sind Experten überzeugt. Doch die Impfungen sind ins Stocken geraten. Wir hatten noch vor einigen Monaten Tausende von Leuten, bis 15.000 bis 20.000 Leute an einem Tag. Und jetzt haben wir eigentlich mehr Mitarbeiter an manchen Momenten als zu Impfende. Und ja, und den Unterschied merkt man jetzt. Die Impfzentren sind weitgehend leer. Und das bei täglich steigenden Neuinfektionen. Wenn wir uns letztlich möglichst alle oder wirklich jede, der sich auch impfen lassen kann, impfen lassen würden, dann hätten wir hier auch eine effektive Bremswirkung. Dafür sind allerdings in Europa, wie an vielen anderen Stellen auch, die Durchimpfungsraten derzeit zu gering. Anders formuliert, jede Impfung zählt und jede Person, die sich jetzt noch entscheidet, sich impfen zu lassen, hilft natürlich auch dieser Ausbreitung dann in den nächsten Wochen und Monaten entgegenzuwirken. 40% der Menschen in Österreich sind noch nicht voll immunisiert. Viele werden sich auch nicht impfen lassen und nehmen lieber das Risiko von schweren Verläufen oder Erkrankungen auf sich. Die Emotionen kochen besonders hoch, geht es um die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Jugendliche ab 12 Jahren, impfen oder nicht impfen, darüber streiten die Erwachsenen. Die Jungen müssen geschützt werden, sagen die einen. Die anderen sprechen von möglichen Schädigungen durch die Impfung. Immer wieder treten auch Ärztinnen und Ärzte dagegen auf. Kinder haben in der Regel sehr milde Covid-19-Verläufe. Das ist einmal ganz wichtig. Die Impfung zeigt sich mehr und mehr, schützt eben nicht vor der Übertragung. Und deshalb sollten Kinder nicht für den Fremdschutz diese experimentelle, ich nenne es jetzt einmal, Impfung bekommen. Es ist eine Technologie, die noch nicht lange als Impfung erprobt ist. Und Risiko- und Nutzenanalyse ist absolut auf Seiten der Risiken zu finden bei der Kinderimpfung. Die überwiegende Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte sieht das jedoch genau umgekehrt. Sie sieht die Nutzen-Risiko-Berechnung eindeutig auf Seite der Impfung. Impfgegner beeindruckt das nicht. Ja, also den Kollegen sage ich auf jeden Fall, dass die Daten derzeit absolut Richtung auch schon schwerwiegende Nebenwirkungen gehen bei den Kindern, die geimpft wurden. Zum Beispiel habe ich aktuell Daten von Amerika vorliegend, dass das ACIP-Committee, die beraten die FDA, zum Beispiel in der Altersklasse von 12- bis 15-Jährigen, wo normalerweise mit 1 bis 5 zum Beispiel Herzmuskelentzündungsfällen zu rechnen wäre, so an die 150 bis 200 Herzmuskelerkrankungsfälle bei Jugendlichen mit dieser Altersgruppe nach Impfung gesehen haben. Also das sind schon Argumente, eine Herzmuskelentzündung ist nie milde verlaufend, dass man sagt, Moment einmal, wenn diese Kinder normalerweise keinen schweren Covid-Verlauf gehabt hätten, warum zum Beispiel bei dieser Nebenwirkung das Risiko auf sich nehmen? Das Nationale Impfgremium und die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde haben die Covid-19-Impfung ab 12 Jahren ausdrücklich empfohlen. Die Nutzen-Risiko-Analyse der Impfung sei zugunsten des Impfschutzes, sagt beispielsweise auch die Deutsche Herzstiftung.
Es gibt ja einige Nebenwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen oder Impfreaktionen, die jetzt auch im Beipacktext genannt werden, worauf man aufpassen muss. Es waren zum Beispiel Myokarditiden bei jungen Männern. Aber wenn man sich anschaut, wie viel Myokarditiden, also Herzmuskelentzündungen, entstehen im Rahmen einer Corona-Infektion, dann ist das immer noch bei weitem mehr. Aber es gibt natürlich bestimmte Komplikationen, die auftreten können, die zum Glück sehr selten sind. Das Infektionsrisiko ist bei Vollimmunisierung um mehr als 2/3 geringer, zeigen die Untersuchungen. Die Daten zu Kinderimpfungen bei Kindern größer als 12 Jahre sind jetzt schon sehr ausgiebig vorhanden, sodass man mit gutem Gewissen sagen kann, dass die Impfung das Nutzen-Risiko-Verhältnis zur Impfung sehr gut dasteht. Das heißt, die Impfungen gut verträglich sind, auch wenn es klar ist, dass in der Regel Kinder weniger schwer erkranken als Erwachsene. Dennoch, das wurde schon gesagt, gibt es auch bei Kindern sehr schwere Verläufe und es gibt natürlich auch genügend Kinder, die chronisch krank sind, Krebskinder und so weiter, die stellen eine eigene Gruppe dar. Anders die Ausgangslage bei Kindern unter 12 Jahren. Hier gibt es mangels geeigneter Impfstoffe keine Empfehlung zur Impfung. Dort, wo wir sicherlich uns erst anschauen müssen, wie die Entwicklung weitergeht, sind die Kinder, die jünger sind als 12 Jahre, wie schwer hier wirklich die Erkrankungen sind. Derzeit sind die allgemeine Meinung, dass die Kinder unter 12 Jahren nicht so schwer erkranken, dass sie unbedingt geimpft gehören. Nach wie vor gehören Kinder nicht zu den primär gefährdeten Gruppen, die an Corona erkranken. Ein Faktum, weshalb Kritiker wie der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert die Impfung für Kinder gänzlich ablehnen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, ich bin keiner, der die Impfung gegen Covid-19 abwehrt und sagt, auf keinen Fall. Also nicht missverstehen. Es geht mir nicht darum, dass nicht geimpft wird, sondern es geht mir darum, gezielt jene Gruppe zu schützen, und das ging mir von Beginn an in dieser Covid-19-Krise darum, gezielt jene Menschen zu schützen, die wirklich gefährdet sind durch SARS-CoV-2 und seine Mutanten. Und diese Gruppe kennen wir. Punkt. Ja? Und die können wir impfen. Und es ist eine schöne Errungenschaft, dass wir da offensichtlich eine Impftechnik haben, die diesen Menschen helfen kann. Da bin ich dabei. Ich bin aber überhaupt nicht dabei, die Kinder zu missbrauchen, um eine kleine Risikogruppe zu schützen, ja? Wo wir nicht einmal wissen, dass sie es tun, weil, wie gesagt, keine sterile Immunität. Ja? Ich verstehe den Sinn nicht, was da passiert. Das geht nicht. Das ist für mich ein falscher Generationenvertrag. Und wir impfen Kinder, die nicht gefährdet sind durch Covid, und missbrauchen sie dafür, die Alten zu schützen? Nein. Doch auch hier prallen die Ansichten aufeinander. Gerade das Gegenteil sei der Fall, sagt der Mikrobiologe Michael Wagner und fordert Weitblick ein. Kinder seien zwar nicht Treiber der Pandemie, sie sollten zu ihrem Schutz aber geimpft werden. Im einstelligen Prozentbereich, da variieren die Studien ein wenig, entwickeln Kinder Long-Covid. Da heißt es immer, ja, das sind doch nur Pandemiefolgen, die sind halt traurig oder belastet durch die Pandemie. Das stimmt ja nicht, weil natürlich sind sie belastet durch die Pandemie, aber in diesen Studien sind ja Kontrollgruppen enthalten. Also Kinder, die keine Covid-19 hatten. Und da sieht man einen signifikanten Unterschied zwischen denen, die es hatten und denen, die es nicht hatten. Die haben noch Wochen danach im einstelligen Prozentbereich Symptome. Und das heißt, die Kinder selbst muss man schützen. Außerdem ist es ein Virus, was wir erst 1,5 Jahre kennen. Es gibt viele Viren, wo man erst nach vielen, vielen Jahren herausgefunden hat, was es für Langzeitfolgen gibt. Und das heißt, wir spielen hier schon, also allein aus dem Vorsichtsprinzip heraus. Ich kenne das Virus nicht, das macht im Prozentbereich Kinder krank. In eins von ein paar Tausend macht es sehr, sehr schwer krank. Ich weiß nicht, was die ganz Langzeitfolgen sind. Und die Impfung steht vor der Haustür. Da warte ich doch jetzt und mache eine vorsichtige Politik, bis ich diese Kinder impfen kann. Und ich bin ja selber Vater. Natürlich lasse ich meine Kinder impfen. Das Thema Impfen spaltet die Bevölkerung. Doch wie viele Menschen in Österreich lehnen die Corona-Impfung tatsächlich strikt ab? Und wie viele sind eigentlich nur unsicher, ängstlich und skeptisch? Das hat Jakob Moritz Eberl vom Austrian Corona Panel Project der Universität Wien untersucht.
Wir stehen ungefähr bei 15% Impfskeptikern. Da tut sich nichts mehr, die werden nicht weniger. Man darf aber nicht vergessen, dass es nicht nur Geimpfte und dann Impfskeptiker und Impfskeptikerinnen gibt. Es gibt noch diese Gruppe dazwischen, die zwar skeptisch sind, zögerlich sind vielleicht, desinteressiert auch sind, die einfach noch nicht zum Impfen gekommen sind, die wir aber grundsätzlich noch erreichen können. Und da würde ich ungefähr schätzen, dass das zwischen 15% und 20% noch sind. Und tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, worauf sollten wir uns konzentrieren, dann ist es nicht auf die Impfgegnerinnen, sondern auf diese 15% bis 20%, die wir noch erreichen können. Niederschwellige Angebote wie beispielsweise Impfbusse reichen bei dieser Gruppe nicht aus, um sie zur Impfung zu motivieren. Hier braucht es umfassende Information. Sie ist verunsichert, was die Nebenwirkungen betrifft. Sie ist verunsichert, was die Wirkung der Impfung betrifft. Sie ist auch verunsichert, was den Fremdschutz bei der Impfung betrifft. Das heißt, man muss es eigentlich trotzdem weiterhin kombinieren mit Informationen und mit Informationskampagnen. Auf wen das zutrifft, hat Anfang September das IMAS Marktforschungsinstitut analysiert. Der Fokus lag dabei hauptsächlich auf Oberösterreich, jenem Bundesland, in dem in Relation bislang am wenigsten Menschen geimpft sind. Wir haben deutlich weiblichere Gruppe, wir haben deutlich jüngere Gruppe und wir haben deutlich eine Gruppe mit einfacherer Schulbildung. Mal grundsätzlich von denen, die jetzt da quasi weiter weg der Impfung gegenüberstehen. 60% der Impfverweigerer sind jüngere Frauen. Sie treibt die Angst, die Corona-Impfung könnte sie unfruchtbar machen. Eine Falschmeldung, die in den Social Media befeuert wird. So soll ein Protein der Plazenta, nämlich Syncytin 1, dem Spike-Protein in der Impfung ähnlich sein. Daraus leiten besorgte Frauen offenbar ab, dass Antikörper gegen das Spike-Protein auch das Eiweiß der Plazenta angreifen und so das Wachstum des Mutterkuchens stören könnten. Das ist wissenschaftlich wirklich widerlegt. Also man hat hier in einem gewissen Bereich ein paar Sequenzhomologien, also gleiche Sequenzen gefunden. Aber damit es wirklich hier zu Kreuzreaktionen kommt, brauche ich eine Homologie Nähe von 85% bis 95%. Davon sind wir hier weit entfernt. Und diese Anzahl an Sequenzhomologien, die man hier gefunden hat, die hat man auch zum Beispiel bei menschlichen Hämoglobin oder zum Beispiel, wenn man das Rhinovirus betrachtet. Also auch das Rhinovirus hätte solche Sequenzhomologien zu diesem Syncytin. Und das heißt, wenn man im Jahr, also wenn man mal einen Schnupfen hätte, dann müsste ich auch unfruchtbar werden können. Das ist also ein vollkommener Blödsinn. Immer wieder wird von Impfskeptikern auch die angeblich mangelnde Sicherheit des Impfstoffes als Argument gegen eine Impfung angeführt. Diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen, sagen, der Impfstoff ist noch nicht ausreichend getestet. Ein Hauptargument der Impfskeptiker. Dann ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, dass wir es mit einem Impfstoff zu tun haben, der relativ wenig beforscht ist. Ja? Der ist aus der Not auch, ich kann das auch ein Stück weit verstehen, man muss reagieren. Und die Schulmedizin reagiert sehr schnell technisch, ja, mit mechanischen Aspekten. Ganz anders sieht das die Virologin. Weniger forscht ist der Impfstoff für sie sicher nicht, im Gegenteil. Das kann man ja bei dem Impfstoff jetzt gar nicht mehr sagen. Also zu welchen anderen Impfstoffen haben wir in so kurzer Zeit so viele Daten und so viele Millionen Impfungen mit allen Meldungen über Impfreaktionen, Nebenwirkungen? Also da können wir jetzt wirklich guten Gewissens behaupten, dass wir hier jetzt schon sehr viel über diese Impfstoffe wissen und über die Verträglichkeit. 5,5 Milliarden Dosen sind mit Anfang September bislang weltweit verimpft worden. 30% der Weltbevölkerung sind vollständig geimpft. Der Impfstoff ist mir zu neu. Er hat eine Technologie, die genbasiert ist. Man kann eigentlich gar nicht von Impfung reden. Der Körper wird zu einer Fabrik, zu einer Spike-Protein-Fabrik. Man könnte es auch ein Spiking nennen, vielleicht eine völlig neue Form der Intervention beim Menschen. Das ist zu frisch. Ja? Wir wissen nicht, was in 1, 2, 3, 4 Jahren passiert. Das sind Zweifel und Befürchtungen, die der Mikrobiologe Michael Wagner im Zusammenhang mit der mRNA-Impfung nicht verstehen kann. Diese mRNA, das ist ja sozusagen dann das genetische Material, aus dem das Spike-Protein des Virus produziert wird. Wenn ich infiziert werde, habe ich viel mehr von dieser mRNA in meinem Körper. Also wenn ich eine SARS-CoV-2-Infektion erleide, dann produziert das Virus genau diese mRNA in viel, viel größeren Mengen.
in viel, viel mehr Zellen in meinem Körper. Also ich kann mich doch nicht vor der mRNA des Impfstoffs fürchten, wenn ich mich nicht fürchte vor der mRNA des Virus. Also das ist ja beides Male ist das dasselbe. Das ist die mRNA, nur kriege ich dort noch viel, viel mehr mRNA. Also mengenmäßig, aber auch viel, viel mehr mRNA für verschiedene Proteine. Das Virus hat da nicht nur das Spike-Protein. Das heißt, ich verstehe die Logik nicht, wie man sich vor etwas fürchten kann, was, wenn ich mich nicht schütze, ich in viel größerer Quantität und Diversität in meinem Körper haben werde. Wir haben es inzwischen mit einer Epidemie der Ungeimpften zu tun, sagen die Experten. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen, die mit Corona in stationäre Behandlung oder sogar intensivmedizinische Betreuung kommen, sind nicht geimpfte Menschen. Wer nicht geimpft wird, wird sich über kurz oder lang infizieren. Also mache ich doch eine Risikoanalyse und sage ich, okay, wenn ich mich infizieren werde, wenn ich da eine höhere Wahrscheinlichkeit habe an bestimmten Folgeerkrankungen wie der Myokarditis, dann nehme ich doch die Impfung, die mich vor der Erkrankung schützt und wo ich ein geringeres Risiko habe. Ich schnalle mich ja auch im Auto an, obwohl es ganz selten Unfälle gibt, wo es besser wäre, wenn ich nicht angeschnallt bin. Doch solche Argumente scheinen bei eingefleischten Impfgegnern abzuprallen. Es ist schwer, mit Argumenten an sie heranzukommen. Gesundheitliche Gefahren der Corona-Infektion, wie sie Expertinnen und Experten immer wieder beschreiben, werden vielerorts nicht anerkannt. Was wir da sehen, ist, dass das eine sehr wissenschaftsskeptische Gruppe ist. Das ist eine Gruppe, die wissenschaftlichen Institutionen misstraut, aber eben nicht nur wissenschaftlichen Institutionen, auch politischen Institutionen misstraut, grundsätzlich gesellschaftlichen Eliten misstraut. Und sie sieht diese Wissenschaftsinstitutionen als so elitäre, als so ein elitäres Konstrukt, das ihnen ein Ziel, das ihnen entgegenwirkt, irgendwie aufdrängen will. Das Austrian Corona Panel der Universität Wien hat auch die Verteilung der Impfgegner unter den Wählern der politischen Parteien in Österreich erhoben. Eine Partei sticht hervor. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass wir innerhalb der ÖVP zum Beispiel 10% Impfgegnerinnen haben, also innerhalb der ÖVP-Wählerinnen. Bei den SPÖ-Wählerinnen sind es 13% Impfgegnerinnen. Bei der FPÖ sind es allerdings 30% Impfgegnerinnen und damit deutlich mehr. Ein bisschen weniger sind es zum Beispiel bei den Grünen mit nur 9% Impfgegnerinnen. Ein kleiner, aber harter Kern der Impfgegner driftet in völlig irrationale Gefilde. Etwa mit der Annahme, der Impfstoff enthalte Computerchips. Ihnen dürfte mit rationalen Argumenten nur mehr schwer beizukommen sein. Wir wissen bei den Verschwörungstheoretikerinnen, dass die nicht nur an eine Verschwörungstheorie jetzt einmal glauben. Wer an eine Verschwörungstheorie glaubt, glaubt auch an andere Verschwörungstheorien. Und dadurch baut man sich so ein ganzes Gebilde eben an einer alternativen Realität auf, die sehr schwierig ist zu durchdringen. Und schon gar nicht jetzt von außen, wenn ich jetzt sage, von universitären Expertinnen, von Journalistinnen oder von politischen Institutionen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Fakten und Positionen klar darlegen, werden dafür auch persönlich angegriffen, schildert die Vorsitzende des Nationalen Impfgremiums, Ursula Wiedermann-Schmidt, aus eigener Erfahrung. Ja, leider. Das ist mir relativ häufig passiert. Und ich bin hier auch konfrontiert worden mit einer Situation, mit der ich nicht gerechnet habe. Also der Level an Aggression, Distanzlosigkeit ist sehr hoch in der Bevölkerung und vielleicht diese Aggression auch geschürt durch die Shutdowns, ich kann es nicht sagen, aber die Form der Respektlosigkeit, wie die Menschen miteinander umgehen, ist schon dramatisch eigentlich, die sich entwickelt hat in der Gesellschaft. Doch der Großteil der Menschen, Impfskeptiker wie Befürworter, will faktenbasiert informiert werden, um offen und auf Augenhöhe Argumente pro und contra austauschen zu können. Oft ein schwieriges Unterfangen. Ein Problem ist, dass sehr viele Nichtwissenschaftler Meinungen verbreiten, Scheintatsachen, die überhaupt nicht stimmen, verbreiten und dass das natürlich auch über die Social Media völlig frei und sozusagen unfiltriert erfolgt und dass viele Leute, glaube ich, sich schwer tun zwischen wissenschaftlich fundierten Tatsachen oder Stand der Wissenschaft, die passt sich natürlich auch an. Wir lernen ja auch als Wissenschaftler ständig dazu. Aber zwischen dem Stand der Wissenschaft und irgendwelchen Meinungen, die überhaupt nicht basieren auf irgendwelchen seriösen Studien, dass man dazwischen zu unterscheiden, fällt vielen inzwischen schwer.
Klarheit wünscht man sich auch in der Schule. Schule auf, Schule zu, das will man vermeiden. Das Ziel sind offene Schulen, ohne Fernunterricht. Gestartet wird mit einer dreiwöchigen Sicherheitsphase. Unabhängig vom Impfstatus müssen sich alle dreimal pro Woche mittels sogenannter Nasenbohrertests und PCR-Gurgeltests testen. Die Maßnahmen selbst finde ich prinzipiell richtig. Vor allen Dingen ist es auch richtig, der Minister hat es ehrlicherweise auch gesagt, dass es eben noch diesen Unsicherheitsfaktor gibt. Was machen wir im Oktober? Wir wissen es de facto noch nicht wirklich. Aber es gibt zumindest ein Konzept, auf das man sich einmal vorbereiten kann. Ob es 1:1 so eintritt, werden wir sehen. Für Kinder unter 12 gibt es keine Impfangebote. Daher fordert eine große Mehrheit der Eltern in Österreich eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer. Ich sehe auch eine dringende Notwendigkeit, dass alle Kindergärten, im Kindergarten Tätigen und Verantwortlichen, in den Schulen Tätigen geimpft sind. Warum? Weil es hier darum geht, die Kinder, die ja derzeit noch nicht geimpft werden können, zu schützen. Und wir wollen und wir müssen ein normales Schulleben aufrechterhalten, weil die Kinder in den letzten 1,5 Jahren schon sehr gelitten haben durch soziale Einsamkeit, durch das Fernsein von der Schule, durch nur den ständigen Kontakt intensiv mit den Eltern. Also hier muss etwas geschehen und daher sollten alle im Schulwesen und in den Kindergärten Tätigen geimpft sein. Das käme einer Impfpflicht gleich. Für den obersten Lehrergewerkschafter von Wien, Thomas Krebs, ein vorprogrammierter Konflikt. Er lehnt die Impfpflicht aus staatsbürgerlichen und persönlichen Gründen ab. Es ist weder dienstrechtlich klar, ob das überhaupt möglich ist, einer im Dienst stehenden Kollegin, einem Kollegen eine Impfpflicht aufzuoktroyieren. Anders war Beispiel Niederösterreich, dass man sagt, neu eintretende Lehrerinnen und Lehrer müssen das vorweisen. Da sieht es rechtlich vielleicht anders aus. Und dann geht es für mich auch noch um die ethische, moralische Seite. Es ist ein invasiver Eingriff, wo ich persönlich auch als Staatsbürger sage, ich bin hier nicht für eine Pflicht. Ich bin aber, das möchte ich auch betonen, ein klarer Befürworter der Impfung. Wir fragen bei der Expertin für öffentliches Recht an der Universität Wien nach. Eine berufsspezifische Impfpflicht für Lehrkräfte, ist das rechtlich möglich? Beim Bildungspersonal ist die Lage so, dass wir mit den Lehrern und Lehrerinnen Multiplikatoren haben. Also eine Voraussetzung ist da sicher erfüllt. Ihnen stehen gegenüber unimpfbare Personen, die aber nicht unbedingt vulnerabel sind, weil bei ihnen die Infektion nicht so gravierende Folgen hat. Aber es ist sicher auch begründbar, da eine Impfpflicht einzuführen. Aus Solidarität mit den Kindern sollten sich erst die Erwachsenen, besonders alle über 55-Jährigen, geschlossen impfen lassen, hat Unterrichtsminister Fassmann immer wieder vorgeschlagen. In den Schulen wird strikt zwischen geimpften und nicht geimpften Lehrerinnen und Lehrern unterschieden. Nicht-Geimpfte müssen lückenlos ihre negativen Tests vorweisen. Wenn ich mich nicht impfen lasse, im konkreten Fall jetzt als Lehrerin oder als Lehrer, muss ich Konsequenzen tragen. Das ist auch den Kolleginnen, die Impfung verweigern, durchaus bewusst. Zum Beispiel eben die PCR-Testung statt eines Nasentests. Aus Angst vor Covid-19 und den damit verbundenen Maßnahmen melden immer mehr Eltern ihr Kind von der Schule ab. Manche aus Sorge vor der Ansteckung, andere, weil sie die Tests oder Maske für ihr Kind ablehnen. Sie unterrichten ihre Kinder zu Hause. Ich verstehe es ehrlich gesagt schon, wenn die Sorge sehr groß ist, dass sie sonst in der Schule irgendeinem indirekten, ich sage jetzt einmal, Zwang unterliegen, einfach durch Mobbing, durch Gruppen, Peer Pressure. Ja, ich verstehe es. Naja, es ist das Testen gemeint, aber es ist auch gemeint, dass dann natürlich mehr und mehr auch der Druck erhöht wird auf die ungeimpften Kinder in einem Schulverband, wo vielleicht viele schon geimpfte Kinder sind. Bis zu 6.000 Kinder wurden für das beginnende Schuljahr abgemeldet. Tendenz steigend. Naja, das ist ein Erbe aus 1867. Staatsgrundgesetz sieht vor ein Recht auf häuslichen Unterricht und das wird hier in Anspruch genommen. Persönlich glaube ich nicht, dass das für die Kinder gut ist, weil wir haben ja alle gesehen, wie sehr die darunter leiden, wenn sie keine Kontakte haben.
Und für die Kinder, die aus Familien kommen, die nicht die Unterstützung leisten können, die die Kinder eben auch brauchen bei der, beim Lernen, für diese Kinder ist es noch einmal fataler, weil die wirklich massiv zurückfallen. Was soll der Staat tun, wenn die Impfbereitschaft der Menschen im Land nicht durch Aufklärung, Überzeugung und Anreize erhöht werden kann? Darf der Staat die Menschen zum Impfen verpflichten? Der Staat kann eine allgemeine Impfpflicht einführen, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, wenn er damit Ziele verfolgt, die legitim sind. Das tät er, wenn die Mediziner uns sagen und Medizinerinnen, dass die Impfpflicht geeignet ist, um diese Ziele zu erreichen, wenn alle gelinderen Mittel ausgeschöpft sind und wenn wir sehen, dass die Ziele, die hier erreicht werden sollen, nicht außer Verhältnis stehen zu den Nachteilen, die das für die betreffenden Personen bedeutet. Und nach allem, was wir jetzt wissen, ist das nicht der Fall. Aber es braucht eine gesetzliche Grundlage, das heißt einen politischen Konsens, den es derzeit noch nicht gibt. Niemand strebt derzeit in Österreich eine allgemeine Impfpflicht an. Der Wiener Rechtsanwalt Michael Brunner ist grundsätzlich gegen eine Impfpflicht. Hallo Wien! Seine Begründung, sie sei ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Das Wichtigste ist die Freiheit, weil die Menschenwürde bedingt die Freiheit. Und die Freiheit jedes Einzelnen ist zu respektieren. Und es ist ein althergebrachter Grundsatz, dass derjenige, der Grundrechte, die unter einem Gesetzesvorbehalt stehen, einschränken möchte, sprich der Staat, dies begründen muss. Er muss es evidenzbasiert begründen und den Nachweis dafür liefern. Und diese Eingriffe müssen immer verhältnismäßig sein. Ein Eingriff muss immer die Ultima Ratio sein. Aber es kann nicht sein, und es ist auch nicht rechtens, den überwiegenden Teil, der nicht gefährdet ist, vom öffentlichen Leben auszusperren, wenn er sich einem Zwang nicht beugt. Eine allgemeine Impfpflicht steht derzeit nicht zur Diskussion, weil eben die demokratische Grundlage dafür fehlt, sagt die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Drummel. Die Freiwilligkeit habe aber ihre Grenzen, wenn es beispielsweise um Erkrankungen gehe. Dennoch muss man schon betonen, dass die Freiheit des Einzelnen nur so weit geht, wie die Freiheit des anderen betroffen ist. Und wir haben eine Situation, wo wir in Solidarität mit denen, die nicht geimpft werden können oder die eine Erkrankung haben, wo sie immunsupprimiert sind, wo also Schwierigkeiten bezüglich der Wirkungsweise der Impfung gegeben sind, die müssen wir doch alle beschützen. Und nur im Sinne der Solidarität können wir hier diese Menschen schützen, die hier gefährdet sind, die hier vulnerabel sind, die sonst wirklich ihren privaten Lockdown haben, wenn die anderen nicht auch für sie hier eine gewisse Belastung auf sich nehmen. Impfen ist neben dem Eigenschutz immer auch ein Akt der Solidarität gewesen. Juristisch entscheidend ist bei der Impfung die Frage der Verhältnismäßigkeit. Also, ob sie das geeignete Mittel zur Virusbekämpfung ist. Allgemeiner Tenor, die Impfung schützt vor der SARS-CoV-2-Erkrankung. Jurist Michael Brunner sieht das anders. Nein, ich bin absolut gegen eine Impfpflicht, weil sie weder sachlich noch rechtlich zu rechtfertigen ist. Wenn es sich um eine schwerwiegende, lebensbedrohliche Krankheit handelt für den überwiegenden Teil der Bevölkerung und diese Maßnahmen angemessen sind, verhältnismäßig sind und es keine anderen gelinderen Mittel gibt und mit einer solchen Impfung keine wesentlichen Gefahren verbunden sind, dann kann man natürlich rechtlich über eine Impfung nachdenken. Nur diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Impfen ist eine individuelle Entscheidung mit sozialen Folgen. Ungeimpfte laufen mit höchster Wahrscheinlichkeit Gefahr, sich zu infizieren oder krank zu werden. Aber sie gefährden andere, indem sie das Virus weiterverbreiten. Wie also aus diesem Dilemma herauskommen?
Für mich gibt es zwei Lösungen aus der Situation. Das eine ist, wo ich auch sehr dafür bin, eine Impfpflicht in Bereichen, wo es wirklich notwendig ist. Das ist der gesamte Gesundheitsbereich, das ist der pädagogische Bereich, das sind Bereiche körpernahe Institutionen, überall dort, wo Infektionsweitertragung sehr leicht möglich ist. Glaube ich, hier sollte ganz klar eine Impfpflicht bestehen. Die zweite Möglichkeit, um sich sozusagen aus einer Impfpflicht für alle hier eine Lösung zu finden, ist für mich die 1G-Regelung, weil hier ich sozusagen den einzelnen Leuten die Entscheidung noch lasse. Die 1- bzw. 2G-Regel besagt, dass sich nur Geimpfte und Genesene in einem bestimmten Bereich aufhalten dürfen und einen bestimmten Beruf ausüben können. Bei dem Bereichsspezifischen müsste man jedenfalls auf Orte gehen, die man als Hotspots ansehen kann. Das kann man bei einem Nachtclub, glaube ich, ganz gut argumentieren. Bei Konzertveranstaltungen wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil es da fest zugewiesene Sitzplätze gibt. Das ist noch einmal was anderes als in einem Nachtclub, ja? Weil man da viel besser Contact Tracing machen kann als in einem Nachtclub. Da würde ich schon einmal dazwischen klassifizieren. Wäre sicher nicht möglich, im Theater eine Impfpflicht vorzusehen und im Nachtclub nicht. Ja. Die Impfung als Bedingung für die Berufsausübung, das hat die Bioethikkommission im Bundeskanzleramt für die Gruppe der Pflege- und Gesundheitsberufe empfohlen. In der Stellungnahme der 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wird die Impfung grundsätzlich als Berufsvoraussetzung für diese Berufsgruppe, jedenfalls für die Dauer der Pandemie, angesehen. Ich bin dafür, dass alle Menschen, die im Gesundheitsberuf tätig sind, Ärzte, Pfleger, technische Assistenten, dass die geschützt sind, selber geschützt sind, weil wir brauchen sie in der Pandemie, aber dadurch auch andere Menschen, Patienten, vulnerable Kinder, Erwachsene, Kranke schützen. Aber dies würde ich als Berufsvoraussetzung bezeichnen, so wie man, wenn man Auto fahren will, auch einen Führerschein braucht. Impfkritiker lehnen die berufsspezifische Impfpflicht im Gesundheitswesen jedoch ab. Sie sehen in der Impfung keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion. Keine Pflicht. Es gibt keinen Grund für eine Pflicht. Die Impfstoffe schützen nicht vor der Weitergabe des Virus. Und das wäre für mich die einzige Argumentation, ja, dass man Menschen, die in einem Zusammenhang mit Kranken sind und das Virus nicht übertragen sollen, dass man diesen Menschen in diesem Fall eine Impfung anbietet. Ja. Von Impfpflicht können wir auch nochmal diskutieren. Aber da würde ich eine Notwendigkeit sehen, bei einer klinischen, wo keine sterile Immunität ist. Ich verstehe den medizinischen Hintergrund nicht. Diese Menschen sind genauso infektiös wie alle anderen. Naja, Fakt ist, dass man auch als Geimpfter noch ansteckend sein kann und das auch übertragen kann. Man ist allerdings für einen kürzeren Zeitraum ansteckend und weniger stark. Und das heißt, auch da erzielt man schon einen pandemiebekämpfenden Effekt. Aber natürlich ist der Haupteffekt der, dass die Leute nicht mehr so schwer erkranken. Also die meisten Geimpften, wenn nicht die zweite Impfung schon zu lange her ist, merken das gar nicht. Die erkranken infizieren sich asymptomatisch, wenn sie sich überhaupt infizieren. Oder sie haben nur ganz milde Symptome. Das heißt, mit der Impfung rette ich ganz, ganz viele Leben. Ich schone die Krankenhäuser, sorge dafür, dass die nicht überlastet werden. Ich brauche eigentlich, wenn alle geimpft sind, so gut wie keine Intensivstationen mehr für Covid-Patienten. In Frankreich hat Präsident Macron die Impfpflicht im Gesundheitswesen schon verhängt. In Italien und in England sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen zur Impfung verpflichtet. Prädestiniert für eine berufsgruppenspezifische Impfpflicht sind die Gesundheitsberufe. Das sind Multiplikatoren. Sie arbeiten körpernah und die Personen, mit denen sie arbeiten, also an deren Körper sie herankommen, sind vulnerabel. Ja? Das sind doch die Letzten, die dann noch eine solche Infektion brauchen. Also, und das Gesundheitssystem spielt natürlich eine Schlüsselrolle. Also bei den Gesundheitsberufen ist die Impfpflicht so plausibel und gut begründbar, dass es sogar jetzt schon im Epidemiegesetz eine gesetzliche Grundlage dafür gäbe. Eine Ermächtigung an die Gesundheitsbehörden, mit Verordnung eine solche Impfpflicht einzuführen. Das ist noch nicht in Anspruch genommen worden, aber da ist es ganz besonders plausibel. An der Medizinischen Universität in Wien wurde das bereits für Neuanstellungen umgesetzt.
Am Institut von Ursula Wiedermann-Schmidt sind 100%, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geimpft. Wir haben zum Beispiel an der Medizinischen Universität Wien seit dem Sommer die Regelung, dass alle Neuanstellungen, egal in welchem Bereich gearbeitet wird, nur mit einer Impfung notwendig ist. Das haben wir im Übrigen auch für alle anderen Impfungen, die im österreichischen Impfplan vorgesehen sind, dass es hier eine Anforderung gibt, die man erfüllen muss, wenn man einen Beruf an der Medizinischen Universität erfüllen muss. Ich glaube, das ist ein guter Weg, auf der einen Seite zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man diese Präventionsmaßnahmen einhält, besonders in einem medizinischen Bereich, und auf der anderen Seite die Wahlmöglichkeit frei gibt. Derjenige, der das nicht machen möchte, muss aber dann auch keinen Beruf in diesem Bereich annehmen. Bislang gilt diese Regelung nur für Neuanstellungen. Im Berufsalltag können unterschiedliche Kriterien aber Probleme verursachen. Im Blick sind daher alle in einem bestimmten Bereich tätige Menschen. Ich glaube, man muss sich schon überlegen, wie man agiert mit denen, die schon tätig sind. Weil auch wenn es nur ein geringerer Prozentsatz ist, sagen wir 10%, 15%, ist es sehr schwer, ein Dienstradl aufrechtzuerhalten, wenn ich eine Anzahl an Menschen habe, die ich dann nicht einsetzen kann. Ich kann nicht so viele Karteikarten schlichten lassen oder in einem fernen Bereich tätig sein. Also hier muss sich der Gesetzgeber etwas überlegen, wie er alle ins Boot holen kann. Der Rechtsanwalt Michael Brunner lehnt hingegen eine berufsspezifische Impfpflicht ab. Die Argumente sind für den Gegner der Corona-Impfung rechtlich nicht haltbar. Das ist rechtlich für meiner Ansicht nach nicht möglich. Es liegt die Gefährdungslage nicht vor und es liegt die Rechtslage nicht vor. Und wie noch einmal wie gesagt, es ist kein Impfstoff in einem herkömmlichen Sinn. Wir haben keine Erkenntnisse über die mittelfristigen Auswirkungen und über die Langzeitauswirkungen. Und damit kann ich niemanden verpflichten. Etwas anderes kann es sein, wenn eine erhöhte Gefährdungslage vorliegt und der Impfstoff erprobt ist. Eine Impfstoffzulassung benötigt im Schnitt 8 bis 10 und bis 12 Jahre. Dann ist er erprobt, dann kann man die Folgen absehen. Auch hier steht wieder Aussage gegen Aussage. Brunner und seine Kollegen möchten auch rechtlich gegen die 3G-Regel vorgehen. Wir bereiten jetzt im September bis Anfang Oktober weitere 4 Verfassungsgerichtshofbeschwerden vor gegen die 3G-Regel. Bei Corona bin ich bis auf Weiteres generell gegen eine Impfung, weil, wie gesagt, die Gefährdungslage nicht vorliegt. Nur auf der anderen Seite, es muss jedem unbenommen sein, ob er sich es impfen lassen möchte oder nicht. Es ist die freie Entscheidung. Wenn es jemand möchte, soll er es tun. Wenn es jemand nicht möchte, soll er es nicht tun müssen. Die Pandemie werden wir jedoch nur bewältigen können, wenn wir mit Maßnahmen arbeiten, die eingehalten werden. Für viele wäre da naturgemäß unter anderem die 1G-Regel am einfachsten. Sie ist leicht kontrollierbar. Es geht sicher nicht an, dass man, wenn man eine Vorlesung hat, wo 80 Leute sind, jeden Einzelnen als Professor kontrollieren muss. Das heißt, es muss eine Infrastruktur sein, wo Kontrollen sein können. Und das muss auch so einfach wie möglich gemacht werden. Das heißt, es ist sicher einfacher, einen Impfpass zu kontrollieren oder den grünen Pass, wo eben auch die Genesenen drinnen sind, als Tests, Ergebnisse etc. Das ist einmal die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich auch Studierende, vor allem natürlich auf medizinischen Universitäten, wo Patientenkontakt ist, auch geschützt haben muss. Insofern würde ich auch plädieren für eine 1- bzw. 2G-Regel. Ich glaube, die Tests haben hauptsächlich eine Notwendigkeit gehabt zu der Zeit, wo oder die alleinigen Tests, wo die Menschen noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen. Die Gefährdungsgrundlage ist das wichtigste Argument auch für jene, die vehement eine berufsspezifische Impfung für alle körpernah tätigen Berufe fordern. Oft ins Rennen geschickt worden sind auch die körpernahen Dienstleister. Die sind Multiplikatoren, sie arbeiten körpernah. Aber die Personen, mit denen sie arbeiten, sind, anders als beim Bildungspersonal, nicht typischerweise
unimpfbar und sie sind anders als beim Gesundheitspersonal jedenfalls nicht typischerweise vulnerabel. Ja? Das heißt, da könnte man es ein bisschen weniger dringlich sehen. Ich hielt es nicht für bedenklich, alle diese Gruppen mit einer Impfpflicht zu versehen. Es wäre aber ganz unplausibel, wenn man die körpernahen Dienstleister einer Impfpflicht unterwirft, aber das Gesundheitspersonal nicht. Ja? Also da greift dann der Gleichheitssatz, die Auswahl der Gruppe muss plausibel sein. Der Staat hat eine Impfpflicht für Friseure und Masseure nicht im Blick. Prinzipiell gilt auch hier die 3G-Regel. Die Vorsitzende der Bioethikkommission fordert aber die Impfpflicht, auch für diese Berufe. Wenn ich zum Friseur gehe, dann will ich auch sicher sein, dass ich gesund wieder vom Friseur weggehen kann. Es müssen auch andere Multiplikatoren, also die essentielle Infrastruktur, Polizisten sollten auch geschützt sein, gerade bei Demonstrationen. Wir haben das Recht, klarerweise, dass Demonstrationen stattfinden können und das ist sehr wichtig. Aber hier muss auch ein Schutz der Exekutive vorhanden sein. Also ich glaube, wir haben viele körpernahe Berufe, medizinische Berufe und auch Multiplikatoren, der Schaffner in der ÖBB etc., wo wir wollen, dass die geschützt sind, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann, aber dass sie auch die Menschen, mit denen sie zu tun haben, schützen. Bei den Intensivmedizinern schrillen wieder die Alarmglocken. Denn immer mehr Menschen mit Corona-Infektionen brauchen derzeit intensivmedizinische Behandlung. 95% davon ohne Impfschutz. Der Aufschrei jetzt kommt zur richtigen Zeit. Und was wir zudem noch wissen, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ist immer diese Zeitverzögerung. Zuerst sehen wir den Anstieg der Fälle in der jungen Population. Anschließend breiten sich die Fälle auch in den älteren Populationen aus und dann sehen wir zunächst erhöhte Hospitalisierungen und dann mit einem gewissen zeitlichen Versatz wieder erhöhte Aufnahmen auf den Intensivstationen. Und genau diese Dynamik beginnt jetzt auch in den Intensivstationen stattzufinden. Jetzt geht es nicht mehr um entweder Impfung oder Maßnahmen. Jetzt geht es im Hinblick auf die nächsten Monate um sowohl als auch. Ohne Durchimpfung rechnet jedenfalls kein Experte mit einem nahen Ende der Pandemie. Es ist mein persönliches Risiko, dass ich eingehe, als Ungeimpfter, mich einer Mutante, von der ich mich freue darüber, dass sie als gleich oder weniger, sogar weniger pathogen eingeschätzt wird. Ich will ja nicht einmal sagen, weniger nur, weil es gibt auch hier unterschiedliche Untersuchungen, aber zumindest nicht pathogener. Ja, also das heißt, mit der Einstellung, wie ich davor bei der Wildtyp-Variante unterwegs war, mit der bin ich heute immer noch unterwegs. Ich sage mir, wenn ich mich infiziere, dann ist das mein Risiko. Und genauso, wie wenn ich mir einen Alkoholrausch zulasse oder irgendwas anderes, das ist mein Risiko. Es gibt Länder, wo das funktioniert oder gut funktionieren kann. Dazu gehören Italien und Frankreich, die schon andere Impfungen haben, die Pflichtimpfungen sind und wo die Akzeptanz damit erhöht wurde. In Österreich ist es schwieriger. Ich glaube, dass wir hier teilweise durch diesen Druck einen Gegendruck erzeugen, sogar bei Personen, die sich normalerweise impfen lassen würden, aber die sagen aus Protest, ich möchte es nicht, dass mir das vorgeschrieben wird. Und ich glaube, wir sollten hier alle Maßnahmen ausnutzen zur Aufklärung mit Kampagnen über gute Personen, die die Personen des Vertrauens sind, wie die Kinderärzte, wie der Hausarzt. Es ist Aufgabe der Politik, Wege zu finden, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. In der Vergangenheit gab es auch Impfpflicht, wenn ich an die Pocken denke zum Beispiel, und sehr erfolgreich. Also ich glaube, keiner hier ist noch konfrontiert mit den Pocken. Auch andere groß angelegte Impfkampagnen haben hervorragende Erfolge erzielt. Wenn man denkt, was das Polio für ein Schreckgespenst auch in Europa war und wer denkt heute noch an Polio? Also es ist eigentlich sozusagen die Krux der Impfungen ist, wenn sie sehr erfolgreich sind, tut die nächste Generation vergessen, welche Segen sie darstellen. Was die Impfpflicht betrifft oder das Androhen einer Impfpflicht betrifft, bin ich im Moment noch relativ skeptisch. Wir haben noch einen Spielraum, wo ich sage, es gibt diese 20% der Bevölkerung, die wir gut erreichen könnten mit zusätzlicher Information, mit zusätzlichen Impfangeboten, niederschwelligen Impfangeboten. Wenn wir jetzt auch in dieser Gruppe beginnen, mit einer Impfpflicht zu drohen, kann es zu einer Form von Reaktanz führen und dann verlieren wir diese Gruppe möglicherweise in die Gruppe der Impfgegnerinnen, weil sie sich nicht vorschreiben lassen wollen von irgendwem von außen, wie sie zu leben haben.